Energieeinsparung ist heute ein wichtiges Thema. Deshalb befinden wir uns hier im Hallenschwimmbad Bad Nenndorf, wo der Landkreis einen Förderantrag über ein Modellprojekt gestellt hat. Die Wärmeversorgung erfolgt über die angrenzende Biogasanlage. Wir werden im Zuge dieses Modellprojekts die Heizungstechnik sanieren, wir werden die Trinkwarmwasserbereitung sanieren und wir werden die Kreissporthallen, zwei Kreissporthallen über eine Nahwärmeleitung wärmetechnisch verbinden. Das ist tatsächlich ein Modellprojekt, das ist einzigartig hier in Deutschland, was als erstes hier im Landkreis Schaumburg bei uns startet. Dieses Projekt, das wird finanziert über Fördermittel. Die Fördermittel betragen hier 80%, die hier tatsächlich mit zugesteuert werden. Also bei dem Projekt ist es natürlich auch sehr positiv, dass die beiden Sporthallen, die strommäßig auch gemeinsam versorgt werden, übrigens mit dem Hallenschwimmbad, relativ räumlich sehr dicht beieinander liegen, sodass wir die überschüssige Wärme, wenn wir überschüssige Wärme hier im Hallenbad haben, dann auch über das neue Verbundsystem, was erschaffen wird, über die Nahwärmeleitung, dass wir dann beide Sporthallen oder zumindest eine Sporthalle, das wird sich dann nachher zeigen, wie ist der Bedarf, mit der Nahwärme versorgen können. Zur innovativen Wärmeversorgung, Wärmeverteilung in den Hallen brauchten wir natürlich ein neues Wärmeverteilsystem. Das gibt eine neue, ich sag mal, Erfindung der Firma Baunach aus dem Raum Aachen, die sich überlegt haben, dass man das Rücklaufwasser eines Verbrauchers natürlich noch nutzen kann. Also es gibt Verbraucher, wie zum Beispiel die Duschwasserbereitung. Die braucht sehr heißes Wasser, weil sie ja auch aus hygienischen Gründen das Trinkwasser auf 60 Grad erwärmen müssen. Andererseits ist das Kaltwasser, was erwärmt wird, 10 Grad kalt aus dem Netz. Deswegen kommen wir mit sehr kaltem Wasser in die Heizungsanlage zurück. Da schaffen wir alles in einem Sprung. Es gibt aber Verbraucher wie beispielsweise Heizkörper, die hängen jetzt hier irgendwo in diesen Umkleideräumen und die brauchen relativ heißes Wasser, können aber das Wasser nicht so kalt abkühlen, wie das die Trinkwasserbereitung schafft. Und wir haben Fußbodenheizungen, die brauchen aber nicht so heißes Wasser wie die Heizkörper. Also liegt es doch nahe, den Rücklauf aus diesen Heizkörpern in der Fußbodenheizung erneut zu verwenden, wobei wir erneut so verstehen müssen, dass wir zwar das Wasser dorthin leiten, aber die Wärme, die die Heizkörper entnommen haben, die ist draußen. Aber die Wärme, die die Heizkörper nicht entnommen haben, die kann ich diesem Wasser noch entnehmen, anstatt mir vom Kessel neues Wasser holen zu lassen. Also spare ich am Ende Wasserumlauf ein und ich generiere einen kälteren Rücklauf zum Erzeuger. Ich gehe davon aus, dass wir insgesamt mit allen Maßnahmen, die wir hier haben, und das sind ja nun Wärmeverteilung, Kessel und so weiter, an die 30% Energieeinsparung rankommen werden. Ja, genaueres werden wir dann wissen, wenn wir es nachgemessen haben. Dazu werden Zähler eingebaut, dass wir hinterher genau sagen können, das war der Ist-Stand und das haben wir heute. Und dazwischen ist dann das Delta von meiner Meinung nach 30%. Wenn sich das positiv herausstellt, wenn wir da wirklich sehr gute, die prognostizierten Ergebnisse erhalten, kann man natürlich, und so ist es ja auch angedacht, darum ja auch Modellprojekt, auf andere Liegenschaften des Landkreises Schaumburg und dann natürlich über die Landkreisgrenzen hinaus kann man solche Projekte dann umsetzen.